Ladies and Gentlemen, willkommen auf meinem YouTube-Kanal und es geht weiter mit Skyrim. Wir rennen weiter, wir rennen weg, damit wir länger leben. Ja, wer Angst hat, lebt länger. Wer Angst hat, weint die Mutter nicht, sagte mal ein Professor namens Frau Brock, also meine Mutter. So, was ist das? Ein Hahn. Bringt Glück. Nein, Mann, das war Poulet. Poulet. Schenkel war das. Nuggets. Aha. Ja. Oha, was ist das? Hast du kalt? Guck mal das Gesicht an. Ich habe oh, nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Okay. Lasst mal sehen. Ich habe hier einen Brief für euch. Das war's dann wohl. Ich muss los. Riches beyond imagining. I found these words inscribed in ancient dwarven ruins in the Reach. I believe they mark the entrance to a forgotten city. What the hell? My brother went in a few days ago and hasn't returned. Dankeschön, das ist so nett. I need someone I can count on to go in after him and bring him back alive. Bring back. Oh, bring back my pony to me. Bring back. Remember, riches beyond imagining. Okay. Soll ich sagen? Hey, hast du Geld? Oha. Aber leider. Gut, dann. Vielleicht mit dem mal reden? Nein, tut mir leid. Nicht. Hast du Geld? Du hast sowieso nichts. Man sieht das dir an, dass du nichts hast. Ja, also... Aha! Endlich! Da, guck das an. Da, das ist mein Gegner. Das ist mein Gegner. Endlich. Oha, macht er so viel Schaden. Oha, was? Oha, doppelt Oha. Nicht so viel Schaden machen, bitte. Komm. Also ich weiß nicht, wo blocken? Null ist das. Das ist... Also ich verstehe, natürlich, unsere Fähigkeit ist ja noch schlecht, schwach, nicht so gut. Ich weiß, I know. Aber warum so schlecht? Wie Papier. Wieso sind die Kisten blau? Keine Ahnung. Habe ich mich auch gefragt. Ich weiß es nicht. Hallo, Bacho. Nee, ich bin kein Vampir mehr. Wir haben neu angefangen. Oh, scheiße, ich bin so ein... Was soll ich sagen? Das Leben als Mensch ist sehr kurz. Wirklich. Wir brauchen Wölfe, wir brauchen... Ich weiß auch nicht, was wir brauchen. Wir brauchen Gegner in meiner Kaliber. Ja, wirklich, sonst keine Chance. Wir haben gar keine Chance. Unglaublich, aber ist wirklich so. So, soll ich mal zum Bären gehen? Mal gucken, wie schnell er mich tötet. Oh Gott. Aha. Oha. Was ist los mit dem? Wieso willst du mich töten? Vielleicht komme ich in Frieden, du Penner. So, stirb langsam. Oha, stirb langsam.
Hat er sich geheilt? Gebt einfach auf. Gott, oh Gott, oh Gott. So, jetzt. Funken. Uff. Okay. Endlich! Wow! Ein Gegner getötet! Es kann nur einen geben! Sag ich doch, ihr glaubt es nicht. Mein Gott! Oha! So, endlich! Halleluja! Mir kommen die Tränen! Aus Freude! Über Steam, genau! Oha, neue Gegner. Schon wieder eine Frau. Mein Gott. Noch nie gesehen in einem Spiel so viele Frauen. Aha, da oben. Komm. Schrei nicht so. Mehr habe ich nicht drauf. Du willst mehr? Ich verstehe. Ich kenne das. Viele, die meine Schläge kennen, die werden süchtig danach. Oh, Moruk, ist eine Frau, vergiss das nicht. Nicht so fest töten, langsam töten. Langsam, damit es nicht so krass aussieht, oha. Okay. Er ist halt ein Werwolf. Noch nicht, aber er hat es im Blut. Ja, ist deswegen. Wieso sind die lila? So, endlich haben wir mal jemand getötet. Gratuliere. Wirklich. Also ich dachte schon, dass ich, weiß auch nicht, dass wir gar niemand töten können. Lauch? Oha. Teddy Nation, danke für den Follow. Dankeschön. Hallo, willkommen. Leute auf YouTube, schaut vorbei, falls ihr Lust habt. Ich werde diese Videos auf YouTube hochladen, also diesen Stream, also wenn ich Skyrim spiele halt, nur dass ihr das wisst. Und liked es, vergisst nicht zu liken, falls es euch gefällt, und falls es euch nicht gefällt, disliken, kein Problem. Ja, dann weiß ich ja, soll ich weitermachen oder nicht. Nun gut, jetzt. Speichere, überall speichere. Oh nein, soll ich da reingehen? Ich weiß nicht. Ich habe Angst. Ich bin jetzt seit 2 Minuten nicht tot. Also ich bin... Mir geht es gut so. Naja, wir müssen rein. Scheiße. Skyrim. Genau. Oha, Batterien. Ulrich der... Udolf? Er ist tot. Ihr seid der Nächste. Nein. Er ist ein Blinder. Der Boss hat euch gesucht. Er sagt, er würde oben am Gipfel warten. Ihr stellt seine Geduld besser nicht auf die Probe. Moruk. Ulf. Viel Glück da draußen. Hast du Geld? Es ist unmoralisch, ich weiß. Aber ich muss überleben, oder? Welche Spiele sind scheiße? Meinst du Dead Rising? Was ist das? Ja, er nimmt zuerst den scheiß Holzteller und dann nimmt er das Wichtigere. So, jetzt endlich mal bisschen Sachen mitnehmen, damit wir danach die Sachen verkaufen können und ein bisschen Geld verdienen können. Ja,
glaube, wäre nicht schlecht. Und seit zwei Parts nicht abgestürzt. Ich muss sagen, ich vermisse es. Ja, wirklich. Man vermisst es schon ein bisschen. Man denkt, hey, was ist los? Was ist mit dem Spiel los? Wieso stürzt es nicht ab? So kann ich nicht weiterspielen. Ich muss, glaube ich, neu starten. Oh Gott. Oh, so viele Pilze. Oder was das ist. Oder Kobold-Scheiße. Was ist das? Egal, nimm. Ist es gratis? Dann nimm. Habt ihr etwas gehört? Oha. Er macht sich schon vor. Er tut sich schon vorbereiten. Du musst dich nicht vorbereiten. Ich sterbe sowieso mit einem Schlag. Oha. Oh, jetzt. Noch eine. Oh. Sie ist tot. Oh mein Gott, ich habe es überlebt. Wow, ich habe gewusst, dass ich Talent habe. Komm, komm, komm. Ich bringe euch unter die Erde. Ja. Komm, komm. So, es sieht gut aus. Jetzt warte ich mal. Ja, wir haben auch Zeit. Ich kann auch warten. Pff. Komm. Ja, die warten. Ich warte auch. Wieso nicht? Ihr seid tot. Tot. Wo seid ihr? Hier drüben. Oh nein. Oha, oha, ich lebe noch. Es kann nur einen geben. Highlander. So, jetzt brauche ich was. Keine Ahnung. Was brauche ich? Ich brauche alles. Gesundheit. Ja, nun. Lehrling, ja. Steigert den Rüstungswert für Rüstung um 20%. Ja, machen wir das. Damit wir nicht immer so schnell abkratzen. Damit das Leben schön lange dauert. Oha, oha, ich lebe noch. Hä? Hast du nicht erwartet? Ich auch nicht. Oha, oha, warte, warte. So viel ist zu viel. So viel Liebe brauche ich nicht. Okay, komm. Wenn du Mann bist. Bandido. Okay, jetzt. Wieso übertreibst? Hm? Ja. Lauf, Forrest. Lauf. Oha, oha. Aha, er stirbt. Gib ihm eine. Noch eine. Noch eine. Genug. Demals. Endlich. Halleluja. Ich bin die Zukunft, Baby. Komm, komm runter. Oder warte, ich komme. Bist du wirklich blind? Hä? Oha. Hey. Ich will den alten Mann nicht treffen. Oha. Hey, wieso rennst du nicht? Ah, keine Kondition, deswegen. Ah, Entschuldigung. Habe ich nicht gesehen für einen kurzen Augenblick. Versteckst dich wieder, hä? Ja, normal. Was haben wir da? Oh, Diamant. Nein, Buch. Auf. Oha. So, endlich. Junge, Junge, Junge. So. Leute, es sieht gut aus. Wirklich, es sieht gut aus. Ich hab's gewusst, dass wir mehr drauf haben.
als das, was, was wir so gemacht haben halt. In den letzten paar Parts. Pärtchen. Die Hauptmission habe ich durchgespielt und dann jetzt habe ich neu angefangen. Genau. Neu angefangen und da, dieses Mal werde ich die Hauptmission ganz am Ende, also wenn ich keinen Bock mehr habe auf Skyrim, dann werde ich die Hauptmission machen. Also vielleicht ein, zwei Missionen machen wir schon, aber halt mehrheitlich Nebenmissionen. Weil die Hauptmissionen, die sind so wenig, also das Spiel ist schnell zu Ende. Wenn ich etwas esse von den Zutaten, weiß ich dann, kenne ich die Wirkung? Ja, du kennst. Ist gut. So. Okay. Ich muss mein Handy mal aufladen. Scheiße. Sonst haben wir ein Problem. Kleines Problemchen sonst. Was? Schon 2 Uhr? Oha! Oh mein Gott! Was ist das denn? Ja Leute, ich muss heute noch, wie immer muss ich das sagen, ja, also ich habe viele Mods und es gibt Mods leider, die haben noch nie jemand gebannt, noch nie jemand getimeoutet. Also falls diese Leute nicht weiterhin Mods bleiben wollen, dann sollen sie das mir sagen, im Privat, dann werde ich das zurücknehmen, weil man ist ja Mod, damit man auch die Leute bannt oder timeoutet, falls sie unanständig was schreiben oder so. Ja, nicht damit das einfach schön aussieht. Ja, also das werde ich ein paar Mal sagen, weil es sind ja mehrere Mods. Und auch die Mods, die einmal in der Woche reinkommen, oder einmal im Monat oder einmal in 2 Wochen oder wie auch immer kurz Hallo schreiben oder mal zum Beispiel auch einmal in 3 Tagen, aber so kurz bleiben und dann rausgehen. Also ich denke dann, sie brauchen auch nicht Mod zu sein. Das werde ich dann ein paar Mal sagen, weil ich habe ziemlich viele Mods und die, ja, damit die auch das wissen, damit danach niemand beleidigt ist, ja. Damit man weiß, ja, okay, ich bin ja sowieso nicht viel aktiv oder ich schaue sowieso nicht groß, ob jemand unanständig ist oder nicht. Es kann sein, dass diese Person selber streamt, es kann sein, dass diese Person keine Lust darauf hat, ist kein Problem, aber ich will einfach nicht, dass man beleidigt ist, wenn sie nicht mehr Mods sind. Ja? Also Mods sind ja die Leute, die schon ein bisschen schauen, dass Leute anständig sind oder halt niemand flucht oder beleidigt. Ja, also ich habe das jetzt letzte paar Mal auch gesagt. Jetzt sind ein paar Leute da. Deswegen sage ich das jetzt auch. Und dann morgen und übermorgen werde ich das auch sagen, falls ich streame. Nur damit niemand danach beleidigt ist. Falls man Mod bleiben will, genügt es nicht, einmal in 3 Tagen reinzukommen, kurz
im Stream zu sein und dann wieder weggehen, ja, das genügt nicht. Ich meine, bis jetzt habe ich sowieso fast immer selber Leute gebannt oder getimeoutet oder was auch immer. Ich habe schon tausendmal zum Beispiel etwas, egal, ich will nicht zu tief in das, auch nicht so viel über das reden, aber auf jeden Fall, die Leute, die wirklich Mod bleiben wollen, die sollen auch mir das sagen, oder die Leute, die nicht mehr Mod sein wollen, dann sowieso, sie sollen weiter so machen, einfach nicht danach enttäuscht sein oder beleidigt sein, kenne ich alles zu gut leider, deswegen, ich werde das paar Mal leider wiederholen, ja, damit das alle mitbekommen. Und dann, jeder kann natürlich selber entscheiden. Ich erwarte auch nicht, dass die Mods da voll Arbeit leisten, gar nicht. Das ist ja, also man verdient kein Geld, es ist mehr so, man macht das freiwillig. Deswegen frage ich auch niemand, wieso hast du das nicht gemacht oder das nicht angeschaut. Und man verdient kein Geld, deswegen ist auch kein Problem. Aber einfach nicht beleidigt sein danach. Kennen wir alles schon zu gut, dass viele beleidigt sind und. Hey, gut, ne? Stirb nicht mal so schnell. Oha. Oha. Und das auch jetzt auf niemanden bezogen, ne? Ich sag das jetzt einfach, damit alle das wissen. Und dann jeder kann entscheiden. Also ich meine niemanden jetzt. Das ist für alle gemeint. Das, was ich jetzt gesagt habe. Oh, gut, gut. Wir können kämpfen jetzt. Nicht mehr. Wir sterben nicht mehr so schnell. Oh, shit. Oh, okay. Gut, gut, gut. Nein! Die Handtasche einer alten Frau. Nee, Alura, das ist nicht wegen dir gemeint. Das ist allgemein, sage ich das. Weißt du, weil ich habe zu viele Mods, zu viele und ja. Das habe ich nicht wegen dir gesagt. Definitiv nicht. Oha. Ja, wenn du es bleiben willst, dann ist gut. Dann ist okay. Ich habe das auch nicht wegen dir gesagt. Danke, Drache. Dankeschön. Ja, kannst ihn timeouten. Kannst ihn timeouten, den Jakob. Wenn er Deutsch schreibt, dann kann er wieder schreiben. Also, wie gesagt, das habe ich nicht wegen dir gesagt, Alora. Aber ich meine allgemein, weißt du? Weil ich will das niemandem ins Gesicht, also Gesicht halt, ihr versteht, niemandem das anschreiben. Schlussendlich, man verdient kein Geld. Dann hast du auch kein Recht zu fragen, ja, hast du noch Lust oder wieso bist du nicht da oder. Jeder hat ein eigenes Leben, vielleicht die Person streamt selber, vielleicht die Person hat keine Lust jetzt auf deinen Stream, alles okay, kein Problem, kann sein, kann gut sein, verstehe ich auch. Aber Problem ist, nicht beleidigt sein danach, ja, weil es mir schon ein paar Mal passiert, dass manche immer im Stream waren und dann einen Monat nicht da und dann, ja, ich meine, für was hast du denn Mod? Ich meine, das ist ja da, ja, du musst nicht immer dabei sein, aber ich meine, einmal im Monat, einmal in der Woche ist auch, genügt ja auch, ist ja auch nicht genug. Weil am Schluss habe ich 100 Mods und ja, und sowieso die meisten haben das ja, haben sowieso so eine. Solange man das bekommt, ist das mega wertvoll.
Aber nachdem man das bekommen hat, ist es nichts mehr. Ja, das ist so typisch, bis man etwas bekommen hat. Ja, kenne ich zu gut. Ich hab krassen Auto gefahren, habe ich immer noch, gehört immer noch mir. Wirklich, Lincoln Navigator. Ich habe 26 Zoll Felgen gekauft für 20.000 Euro. An dem Tag habe ich es gekauft. Nach 3 Tagen war es nicht mehr so viel wert für mich. Das ist so typisch. Der Mensch ist schnell satt. Das ist einfach so. Deswegen ist auch okay. Ne? Ich bin nicht beleidigt. Ich bin auch nicht böse. Gar nicht. Einfach, wenn man nicht mehr Mod sein will, einfach sagen, Alura, das hat nichts mit dir zu tun. Ich meine, dich kenne ich privat. Deswegen hast du einen Vorurteil, was das angeht. Hey, ohne Scheiß, jetzt Spaß auf Seite. Es sieht gut aus. Oder? Ich meine, es sieht gut aus. Wir sterben nicht. Wir leben doch. Also ich bin enttäuscht ein bisschen. Ich erwarte Tod. Ich erwarte, dass ich sterbe. So viel Leben kann ich nicht haben. Das passt nicht. Oha. Ja, ja, das ist gut. Ich habe gut gehandelt. Also meine Fähigkeiten so gut sortiert. Stirb. Alles auf Gesundheit. Ja, das ist super. Jetzt sterben wir nicht mehr so schnell. Jetzt brauche ich nur noch Geld zu verdienen. Dann kann die Welt mir gehören. Okay. Oh Mann, ich will... Soll ich danach, nach dieser Dungeon... Wollen wir nochmal das versuchen? Ja, es war diese Mission, glaube ich, ne? Nicht diese, diese. Ja. Wir wollen Werwolf werden. Genau, ich versuche das. Nach dieser Dungeon. Schauen wir. Ich meine, es kann nur einen geben. Britney, dich muss ich auch noch Mod machen. Du bist immer da. Gott bestraft mich sonst. Was für ein Auto? Lincoln Navigator habe ich. Mit Mods, aber nur optisch. Und Traglast habe ich auch. 2305, aber sonst nur optisch. Also nicht mal Waffen, nicht mal Rüstungen, nichts. Also keine Mods, nur optisch. Habe ich extra nicht heruntergeladen. Damit es nicht wieder spinnt. Seht ihr? Ohne Mods. Da habe ich immer einen Bug gehabt. Jedes Mal, wirklich jedes Mal. Schürfe, Bruder, schürfe! Schürfe alles! Es hat das bisschen geruckelt, aber so viel ruckeln. Oh nein! Oh! Okay, ich wollte sagen, so viel ruckeln ist normal. Und dann, was macht er? Er springt runter. Er lebt gerne gefährlich. Er kommt nach Vater. Aha. Habe ich schon eins? Egal. Nein. Oha. Hallo Jakob. Okay, gut. Dann bist du willkommen. Geht ja auch. Wenn wir nicht verstehen, was du schreibst. Alter, bin ich jetzt falsch gelaufen? Nein, ich bin doch von da unten gekommen.
Genau. Gehen wir hoch. Ja, Brené, sicher. Ich bin mir sicher. Was? Blut, was? Blutskaltenklinge, was? Oha! Oh mein Gott, der sieht stark aus. Hilfe! Haivar, oha, Haivan. Haivan, bist du es? Du Scharmutter, stirb! Oh shit, er hat viel Leben. Oh nein! Oh nein, stirb nicht, bitte nicht. Er hat nicht mal getroffen. Hat er getroffen? Ich glaube nicht. Nein, zum Glück habe ich gespeichert. Oha. Okay. Warte kurz. Ich bin gleich bei dir. So, ah, abgeschlossen. Ich könnte gehen, aber niemals. Oh nein, oh nein. Spring, spring. Tot. Tot, oder? Oha. So, jetzt. Vielleicht mit dem Eisenschild. Was nichts bringt eigentlich. Papierschild. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Jakob, danke für den Follow. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dieser Haivan, er wird... Ey, darf ich mal... Kannst du mal warten? Holla, holla. Nichts fühlt sich auf. Kondition, Leben... Magie. Wirklich, also... Oha. Oha, voll getroffen. So, ich kann das die ganze... Oh nein. Oh, scheiße. Trifft er mich so? Und wie er trifft. Shit, ey. Du Haivan, du. Hm, du Haivan. Ich bin gleich bei dir, Mr. Haivan. Alduin! Danke für den Follow. Leute, das Video, dieser Stream wird auf YouTube hochgeladen. Falls ihr Lust habt, könnt ihr da weiterschauen. Also das heißt nicht, dass ihr jetzt rausgehen sollt. Man kann weiterschauen. Man kann dort auch schauen, da auch schauen. Man kann alles schauen. So, jetzt sollte ich mal speichern. Scheiß Kondition. Magie. Null. Null Magie. Du hast, was hast du? Null hast du. Ich weiß auch nicht. Es ist wirklich sehr tragisch. Wenn man nicht... Oh. Oh. Jetzt. Jetzt nochmal. Gib ihm. Nein, nein, nein. Nicht runterfallen. Ich werde deine Unterwäsche anziehen. Ist das korrekt? Wirklich? Ist das korrekt? Hey, ich bekomme genau gleich viel Schaden. Wie geht das? Jetzt ohne Scheiß. Wie geht das? Ich bekomme genau gleich viel Schaden. Wieso? Also ist schon ein bisschen unrealistisch. Uff, ich habe Bauchschmerzen. Wirklich. Ich habe Bauchschmerzen.
Ich kann den nicht töten? Das glaube ich nicht. Oha. Hilfe. Hey, habe ich gar keine... Guck mal, ich habe nichts. Ärmer geht's nicht. Oh Mann, was ist das? Nein, ohne Scheiß, was ist das? Sarkasmus war das. Bekomme immer Bauchschmerzen wegen sowas. Schleichen, wie soll ich jetzt schleichen? Der guckt mich ja an. Nee, habe ich schon geschaut. Habe ich ja genommen schon. Ich habe keine Schreie. Oh, oh. Genau, wir gehen rein und dann kommen wir zurück. Und dann... Er kommt auch. Gratuliere, er kommt auch mit. Okay, komm. Komm, kämpfen wir hier. Aha. Oh, jetzt habe ich dich. Oh, jetzt habe ich ihn. Leute, guckt ihr nicht zu? Ich verstehe das nicht. Ich habe 10-mal versucht mit dem Schild. Bin ich doch gestorben. Und Pfeile habe ich 10 Stück oder so. Ja, wirklich, ist wirklich so. Und er ist oben jetzt. Halleluja. Oh. Was? Aha. Augen wie Adler. Augen wie Adler. Ha? Hast... Nein. Er gibt sich. Okay, er gibt dich. Gib auf. Hey. Was macht er? Er trifft nicht. Ihr habt gewonnen. Ich ergebe. Mein Gott, guck mal, wie viel Leben hat er. So, Stufe. Nein, wisst ihr, wann ich das benutze? Wenn er mich angreift. Nein, 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 bleib da. Bleib da. Ich will nicht, dass du runterfällst, Bruder. Bruder, nicht runterfallen. Ja, ich habe mir... Ja, jetzt greif mich an. Greif. Oi, okay, alles gut, don't panic, alles gut. So, Ausdauer, ja. Oha, aha, 20%, so, ja, wir haben es geschafft. Bis dann, Jakob, schlaf gut, bis dann. Uff, 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 uff. Jetzt mache ich Kebab aus dir. Ohne Knochen. Nein. Uff, okay.
Nein. Ist das schon alles? Komm. Na, er fällt runter. Okay, er fällt runter. Das heißt... Gnade! Gnade? Gott kennt Gnade. Ich nicht. Oh, ich liebe dieses Wort. Okay, Ausdauer. Oder was soll ich nehmen? Glasknochen. Wegen YouTube, wegen YouTube habe ich neu angefangen. Nimm Gesundheit. Okay, ja, und ein Talentpunkt wieder auf. Ja, Moloch, du Moloch, du. Du Gnade, was bedeutet Gnade? Gnade? Noch nie gehört. So. Oh Gott, ey, es sieht so gut aus. Speichern. Falls du runterspringst, ich schwöre, ich komme mit dir. Nur, dass du das weißt. So, jetzt. Oh Gott, es sieht so gut aus. Nein, nicht runterfallen. Ich reiße euch das Herz raus. Stirbt er so? Das stimmt sowieso nicht, wetten? Aber kein Problem. Denn ich werde etwas tun, was ich schon lange hätte tun sollen, müssen, machen. Ist das? Na? Wir machen. Der kommt sowieso nicht hoch. Und deswegen, wir machen so. Wir gehen mal da rein. Ganz einfach. Guck jetzt. Gillette. Oha, er ist auch da. Was? Was ist das? Oha. Hey, Dayo, Bruder, willkommen. Das ist für YouTube. Deswegen habe ich neu angefangen. Leute, wer hat 6 Clips von mir gemacht? Bitte. Wer hat das gemacht? Bitte. Ich will es wissen. Okay. Schaffen wir das noch? Ist das aber... Na? Nein! Ich runterfallen! Niemals! Ey, er läuft durch. Was ist los mit diesem Spiel? Verdammt nochmal. Chuck Norris kennt Gnade, ich nicht. So, stirb jetzt nicht, warte. Es kann nur einen geben, Highlander. Oh, ist er tot? Halleluja. Oh, guck. Oh, 100. Oh, plus 5. Oh, plus 5. Oha, plus 5 auch. Und das Tagebuch von Haiwan. Es kann nur ein Haiwan geben. Wir werden ihn vermissen. Er war ein sehr starker, anständiger Gegner. Mehr sage ich nicht. So, Leute, im nächsten Part geht's weiter. Also, ich werde jetzt einen Cut machen und im nächsten Part sehen wir uns wieder. Bis zum nächsten Mal.